Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal mit einem neuen Spiel, und zwar Chasm. Aktuell gerade im Nintendo Store erhältlich. Da ich noch ein paar Goldpunkte hatte, dachte ich, gönne ich mir das Spiel mal. Hat so ein bisschen Metroidvania bzw. Castlevania Metroid-Style im Pixel-Stil, wie man sehen kann. Aber ich glaube, das kann ganz gut werden. Hollow Knight fand ich auch ziemlich cool, deswegen fangen wir einfach mal an. Was kommt hier irgendwas raus? DRT-Effekt? Wir brauchen nicht das. Jo. Rundeffekt, das ist ein A. Kannst du spielst auf Englisch? Hier sind auf Deutsch stellen kann? Nee. Aber das soll uns nicht weiter stören. Los geht's. New Game. Name Entry. Okay, Name Entry ist. Ich spiele das Ganze mit dem Show-Controller, deswegen. Ja, ich würde sagen, wir packen auf normal an. Keine Ahnung, wie schwer oder nicht schwer das ist. Wach auf! Ich dachte, ich finde dich hier oben. Bist du eingeschlafen, als du den Rittern am Reiten, am Losreiten zu deren Mission zugeschaut hast? Übersetz das mal frei so ein bisschen. Aber ist okay. Keine Angst. Ein bester Rekrut in diesen Außenposten. Du bist der beste Rekrut, den ihr auch in letzter Zeit gesehen habt. Das wird ganz durchlaufen, da kann man besser. Soon you'll be full-fledged during the night. And I still be here running the rounds for the commander. Irgendwann bist du der supergeilste Ritter überhaupt. Und ich laufe hier immer noch rum als Commander. Was mich gerade da auf den Punkt bringt. Ich hab mich geschickt, um dich zu finden. Du sollst beim Commander melden. Beeil dich lieber. Klingt so, als ob es wichtiger ist als sonst. Okay. Du gehst besser zum Commander. Du weißt, er mag sich gerne warten. Normal ist man so weit runter. Wie ist der andere denn da hingekommen? Okay, so wahrscheinlich. Okay. Mal testen. Record your purpose. Ja, ich speichere mal. Kneel in the light of watchers and your deeds shall be recorded as a tomb of light. The eyes will always find those shine brightly up here. Wait. Bin nicht genau, wo der Kommando ist. Die Karte oder was? Okay. Könnte das ein blauer Raum sein da unten? Weiß ich aber nicht. Ich glaube an was ist er? General Cyrus Tifali. Everyone out is chasing down bandits, I'm stuck. Alle sind draußen und jagen Banditen. Ich bin hier und muss sauber machen. Letzte Mal, dass ich die Würfel hier verraten habe. Oh, geworfen habe. Hier. Wenn du mich fragst, das Pferd von Commander ist besser als wir. Dann, du kennst die Regeln, Rekrut. Keiner geht hier raus, bevor der Commander nichts okay gegeben hat. Okay, der Commander ist. Ja, wir testen mal. Irgendwo muss er ja sein.
keine Ahnung wo. Ah, ist das? Nee, das ist ein Mönch. Das, ja. Wir lesen ein paar Geschichten, die können wir uns durchlesen, machen wir es aber nicht. Bist du gekommen, um noch ein Brot zu leihen? Denk dran, auch der mächtigste Kämpfer kann stärker werden durch Knowledge, durch Wissen. Two recruits caught gambling. Also hier steht mal drin, was gerade so passiert ist. Das, hier ist auf jeden Fall nicht. Oh. Da bist du! Geh direkt zum Commander. Erwartet. Da. Komm rein. Oder ganz ruhig, Rekrut. Ich habe eine Mission für dich. Gibt eine kleine Minenstadt. Ungefähr 3 Tage von hier. Wird Katars genannt. Diesen Morgen habe ich einen wichtigen Brief bekommen vom Bürgermeister dieser Stadt. Er berichtet mir, dass die Minen angegriffen werden von wilden Biestern, während sie unten in der Mine gearbeitet haben. Jetzt haben sie natürlich Angst, da reinzugehen und gehen nicht mehr zurück. Muss erstmal sich jemand drum kümmern. Ich weiß, das hört sich an wie reale Aufgabe. Aber wir sind angewiesen auf Katars Materialien und Güter. Wie du weißt, habe ich die Ritter gestern eine Mission geschickt. Deswegen bin ich so ein bisschen kurz. Was hat man da? Ich habe mir gerade die Hände so ein bisschen gebunden. Ich will, dass du nach Katars gehst und rausfindest, was da geht und die Minen wieder zum Laufen bringst. Ich glaube, du könntest ein Ritter des Ordens werden. Aber du musst dich erst selbst beweisen. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Geh zur Rüstungs- und lass dich ausstatten, wo du nach Katars gehst. Gut, nochmal. Wow, deine erste Mission. Ich dachte schon, dass heute ein guter Tag für dich ist. Aber sei vorsichtig auf dem Weg nach Katars. Der Schneesturm. Das ist ordentlich dieses Jahr. So, nochmal. Gucken, okay, wo wir die Ressourcen finden. Den Waffenraum bzw. den Rüststand finden, wo wir unsere Rüstung bekommen. Dürfte ja nicht so weit weg sein. In diese Richtung. Alle gut? Ja, sieht doch gut aus. So, der Kommando setzt dich auf deine erste Mission. Du brauchst Waffen. Nimm ein Schwert vom Stand. Yes, halt den Link hoch. Denk dran, es auszurüsten, bevor du losgehst. Denk an dein Training und du wirst gut gehen. Okay, warte mal. Ein Schwert. So. Das ist die andere Hand, okay. Ist gut zu wissen. Gut, und Armor haben wir auch. Perfekt. Und los geht's. Und sie unten raus. Ah, guck mal, da ist er schon. Alle. Okay, noch ein Pferd. Es sieht so aus, als ob alles passt. Geh sicher, dass du alles dabei hast, was du brauchst. Einmal, wenn du rausgehst, kein Zurück mehr. Sehr gut. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Jetzt.
Also die Grafik ist ganz cool eigentlich gemacht, muss ich sagen. Also es ist natürlich mit Grafik, aber sieht schon sehr anspruchsvoll aus. Parallax Scrolling ist hier Highlight gerade. 3 Tage war das, ne? Oh, jetzt fällt der Schnee schon an. Er geht ja auch nicht, er läuft. Ne? Er läuft sich den ganzen Weg. Oh, jetzt kommt der Schneesturm, von dem sein Freund gesprochen hat. Wer hat? Atas. Yes, speichern. Okay. Wo ist die? Gehen wir rein. Ich glaube, das ist eine Kiste. Nein. Nicht zurückgreifen. Ich kann noch boxen. Komm ich aber nicht rein. Laute. Ja. Yes. Dear Besson, I must confess, believe you may have something interesting to say for once. The tribe you described in your last letter seems to have some basis in reality, which is more than I can say about your crackpot theories about King Thrall. I'm glad you have put aside these childish fantasies about magical forces driving the king mad. You should focus your efforts on Axian civilization. It may be your final chance to improve yourself. Sincerely, E.P. Majors, Dean of Anthropology, Jillian Academy of Science. Na gut. Versetze ich euch mal frei nicht, weil das würde zu lange dauern. Versetze euch nur die Gespräche. Reicht aber dann auch. Oh, ich glaube, hier haben wir nichts gefunden. Großartiges. Gehen wir da raus. Ein paar Leute hier finden. Das war die Schenke. Hier. Oh. Locked, okay. Das meins. Employees only. Komm ich gerade nicht rein. Das ist die Mine also. Da kommen wir aber nicht rein. Gehen wir hier mal rein. Da sitzt jemand. Warte mal, hier sind ganz viele Sachen. Was ist denn? Anyone with information regarding the whereabouts of the following people should contact the Major immediately. Marina Doom Ash. Da sind wahrscheinlich alle verschwunden. Let's celebrate. Katas 100th anniversary is nearly upon us. Geburtstag der Stadt gefeiert. Felix Farron und Drake Striker, the notorious duo are wanted by the... Okay, wollte ich gesucht werden. Thanks, the Watchers. Jillian Knight. Oh, you're only recruiter. Okay, also ich bin nur ein Rekrut, sagt er, finde ich nicht so toll. Naja, ich sollte eigentlich nur dankbar sein, dass überhaupt jemand kommt. Ich bin J.Q. Katars, Bürgermeister von dieser Stadt und der Manager, beziehungsweise der Leiter der Minen. Leider sind die Minen weniger und weniger produktiv, wo wir unser Bestes geben. Wir haben versucht eine neue Vene zu finden, der Mine, beziehungsweise einen neuen Kanal. Wir haben nichts gefunden außer wilde Biester. Aber jetzt, vor einigen Tagen, wurde es noch viel schlimmer. In dunkler Nacht sind Kreaturen von der Mine rausgekommen und haben unsere kleine Stadt erhalten. Als der Morgen angebrochen ist, bin ich aufgewacht und habe alles untersucht. Ich habe gemerkt, die Stadt ist leer. Bitte, du musst die Leute finden, die vermisst werden. Katars wieder befüllen. Auffüllen. Dieser Schlüssel wird die Minen öffnen. Denk dran, gib mir immer wieder Feedback, also berichte mir, wie es geht. Gut. Gucken wir was. Erster Schritt in die Minen. Oder rauf eigentlich? Jo. Was ist das denn hier? Hier raus? Gut. Gehen wir ganz kurz hier längs. Ach so. Cool. Also, egal welche Seite man rauskommt, man landet immer wieder an der gleichen Stelle. Okay, wäre ganz gut. Vielleicht müsste man den Schmied finden, die Schenke, damit man wahrscheinlich ähnliche neuen Sachen da entdecken kann. So, das sind die Minen. Wir machen den linken Weg frei. Okay, mit den
nach und nach geöffnet, die Karte, würde ich sagen. Awesome. Ich liebe ja sowas, ne? Guck mal da. Wahrscheinlich auch ein paar Sachen drin, die uns vielleicht wichtig sind. Ich lese sie mir nachher durch. Okay, die Gegner tauchen immer gleich wieder auf. Warte. Richtung. Darf ich wahrscheinlich nicht reinfallen, behaupte ich mal. Level 2? Nee, irgendwas. Experience? Oh ja, jetzt haben wir schon 10 rein. Schon ganz gut. Die sind schon recht groß hier, ne, wie man sieht. Pretty kill. Kam schon irgendwann runter. War da nicht runter? Die Steuerung ist sehr präzise. Wenn man Fehler macht, ist es eigene Schuld. Ja, da. Ja. Oh, jetzt habe ich einen aus der Stadt befreit. Narina. Thanks for helping me get out of. Danke für die Befreiung aus dem Käfig, mein Kind. Ich bin Narina. Ich habe den magischen Shop oben in der Stadt. Ich wollte eigentlich zu meinem Bad Buttercup. Das hier. Ich hoffe, sie ist okay. Ihr geht's gut, wenn sie leider ist. Mir vorbei und ob ich was finden kannst. Ich biete dir meinen Service an. Oh, da haben wir schon mal einen Stadtmitglied befreien. Der man runterfallen kann. Geh mal hier runter kurz. Oh nein! Oh, sinnlos!
praktisch echt leichter mit dem Steuerkreuz zu spielen als mit dem Analogstick. Merke ich gerade mal. Level up. So. Ja, ich hoffe, da kommt nicht so eine Passage mal, wo ich so springen und jumpen muss. Schwierig. Wildes Vieh. Okay, die Karte wird immer größer hier. Gigantisch groß sein. Die hauen aber ganz gut rein, wenn die treffen. Okay. Ich hätte wahrscheinlich hier links gehen können. Ah. Oh, Gold? Nee, Eisen. Forscher. Basten, ich danke dir. Ich bin Professor Basten von der Gillian Academy of Science. Als ich nach Katars kam, das war vor einem Jahr, habe ich mich auf der Suche nach dem König Trells. Weil, als ich im Dorf geblieben bin, lernte ich durch eine Zeichnung an der Wand in diesen in den Höhlen was wissen über die Sachen. Meiner Verwunderung waren diese Wandmalereien von einem noch nicht entdeckten Stamm. Vor über 1000 Jahren. Ich habe sie selbst Ladori genannt, nach den Bergen. Und jetzt habe ich mal alle meine Zeit dafür investiert, um herauszufinden, wer sie sind und woher sie kommen. Das sind wirklich sehr interessante Menschen. Aber sie sind plötzlich verschwunden. Das war das, warum ich überhaupt neugierig geworden bin. Meine Arbeit siechte so dahin, das passierte nicht viel, bis eines Tages irgendwas an mir herangeschlichen ist und mich ausgenockt hat. Ich denke, wir haben beide Interesse daran herauszufinden, warum die Menschen von früher und die Menschen jetzt einfach so verschwunden sind.
Minen haben, die Arbeiter haben das letzte Mal am untersten Boden, auf der untersten Etage gearbeitet. Ich denke, wir sollten damit Untersuchung anfangen. Komm, dann können wir das Tor zu den unteren Levels von der Mine öffnen. Ich weiß nicht, meine ist nicht meine 1:1 Übersetzung, aber das glaube ich jetzt auch nicht. Hauptsache der Sinn ist da, dass wir wissen, worum es geht, ne? Level up war. Jetzt werde ich mich draufgegangen beim nächsten Mal, glaube ich. So. Gehen wir hier oben längs. Denn ich glaube, hier unten haben wir alles, ne? Da geht's nochmal runter gleich. Und gleich da nochmal. Wir gehen erstmal hier oben längs weiter. Mal rein. Und mal raus. Keine Ahnung. Ein altes Tor. Aha! Das ist ein Weg freigesprengt hier. Ja. Ach, Katars wieder. Okay, dann kommen wir nach oben. Oder? Testen wir mal. Ja, clever. Wollen wir jetzt hier reingehen? Dann gleich hier unten. Okay, das sind also so kleine Schnellwege. Das ist ganz gut. Und da drüben wieder mal. Wieder dahin zu kommen, wo wir vorher waren. Also wie so kleine Portale, ne? Ein Ende zum nächsten Ende kommt. Okay. So. Genau. Geht's hier weiter? Wow. Auf jeden Fall längs geht. Kommen wir nicht durch, also wir können es ja nicht so klein machen, dass wir durchkommen. Oh nein! Total dumm. Okay, jetzt können wir glaube ich gleich unten rum gehen. Ja,
Vielleicht kann man den Wagen doch da runterschieben. Den hier unten weiter längs. Ja, super. Die haben gespeichert und Energie aufgefüllt. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.